Ich hatte im November 2018 einen Schlaganfall. Ja, als ich angefangen habe, laufen zu trainieren, konnte ich eigentlich, also bin ich keine 2 Meter weit gekommen. Und ich hatte große Probleme, mein Gleichgewicht zu halten und bin immer sehr stark nach rechts rüber gekippt, weil ich da meine sichere Seite habe. So, und seit ich hier trainiere, schaffe ich es schon eher, also auf jeden Fall zu Hause, mich ganz gut fortzubewegen. Und also ich komme zu Hause alleine zurecht. Also ich kann ein paar Schritte laufen. Das ist noch nicht alles, was ich erreichen möchte. Ich möchte schon gerne noch weiterlaufen können, vielleicht auch draußen. Aber das ist für mich schon sehr viel wert, dass ich selbstständig zu Hause zurechtkomme und da einfach selbstständig leben kann. Ja, der PP, das gibt mir vor allen Dingen sehr viel Sicherheit. Dadurch, dass ich in dem Haltegurt bin, kann ich nicht fallen. Und also am Anfang bin ich halt immer nach rechts rüber gefallen und ich konnte eigentlich mich gar nicht fortbewegen. Ich habe mich immer auf den Stock gestützt. Und also mittlerweile kann ich mit einem Finger an der Wand einfach laufen. Und das, also der PP, das sichert mich halt ab und nimmt mir die Angst zu fallen. Und dadurch kann ich sehr viele Schritte laufen, wofür ich sonst sehr lange brauchen würde, ohne die Absicherung. Und dadurch fällt mir dann auch das Laufen danach leichter, weil ich den Bewegungsablauf immer wiederholt habe. Die Reha ist sehr anstrengend und das heißt nicht umsonst, sich ins Leben zurückkämpfen und nicht irgendwie fliegen. Es ist anstrengend und man muss viel arbeiten, aber die Arbeit lohnt sich dann auch. Es lohnt sich wirklich weiterzumachen. Und man, auch wenn die Fortschritte immer kleiner werden mit der Zeit, gibt es sie trotzdem immer noch. Und dafür sind die Therapeuten auch gut, dass sie einen immer wieder daran erinnern und einem erzählen, welche Fortschritte man gemacht hat.